Hallo Leute, es ist eine Zeit lang her, dass ich Vanish gespielt habe. Ich muss mich erstmal wieder orientieren, was hier alles passiert ist. Wir haben eine Mine, wir haben eine Quarry, wir haben ein neues Feld hier im Süden eröffnet und auch einen neuen Hain. Ein Boardinghouse sogar schon. Ach ja, wir haben angefangen Silkworm Huts zu bauen, damit wir Seide produzieren können. Die sollten wir langsam mal in unser in unseren Trading Post schaffen. Wir haben hier ein Fishing Dock, das ist voll ausgelastet. Gibt es irgendwas, was nicht voll ausgelastet ist und wenn ja, wieso? Silk Farmer, 2 von 3. Wieso würdest du 2... Nein, ich glaube, das ist ein Fehler. Woodcutter 0 von 1, ja, weil wir einen riesen Vorrat davon haben. Herbalist braucht niemand. Taylor, du kannst dir noch immer nichts Besseres... Die werden wir mal ausbauen, sobald wir Ropes haben zu einem Clothier. Oder Clothier, je nachdem, wie französisch ihr drauf seid. Zwei Wände, ein Trader. Das passt soweit eigentlich alles. Schulen sollten nicht überladen sein, sollten nicht mal annähernd gefüllt sein. 20 Studenten und 2 Studenten. Wie schaut es genau mit unseren Häusern aus? Rathaus, sagen wir, wie viele Familien und wie viele Homes wir haben. 35, 33, okay, naja, könnten schon ein paar noch vertragen. Diese Pasture ist voll, wir haben aber keine anderen Tiere, oder? Ne, wir haben nur Leghorns. Okay, gut. Wir haben jetzt ein paar Sachen zu tun. Reserve of food is low. Sollte an sich kein Problem sein, dank dem neuen Feld, aber wir wollen auf jeden Fall mal hier noch 2 Stonehouses. Bei der hier auch der neue Silkworm-Tube reinkommt. Und dann wollen wir noch kurz aus dem Rathaus erfahren, wie viel Silk wir haben. 450, okay. Ich glaube, wir könnten hier mal 400 Seide einlagern. Sounds good. Okay. Gut. Und vielleicht, wenn wir schon dabei sind, einfach nur damit wir nicht vergessen, bauen wir die Hunting Cabin Nummer 2 hier. Und einen Gatherer. Nur für den Fall, dass es ein harter Winter wird und unsere Felder das nicht tragen können. So, geben wir euch ein paar neue Arbeiter. Und go! Reserve of food is low. Ja, ja, kein Stress. Kein Stress. Wir haben eine Riesenmenge an Bohnen und Getreide. Trader has died of old age. Okay. Ich nehme an, wir könnten ein paar mehr Trader und ein paar mehr Vendor einsetzen, damit... Ich meine, die Vendor müssen ja von immer mehr Orten Rohstoffe holen. Das heißt, ich glaube, es wäre vielleicht nicht so blöd, dann auch jemanden zu haben. Dann geben wir dir auch noch jemanden, der Silk-Concons... Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Deswegen habe ich dir gerade einen dritten gebaut. Damit du aufhören kannst zu jammern. Okay, Bohnen schauen schon sehr, sehr gut aus. Die Pflaumen hier schauen aus, als wären sie ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Da fehlen immer mal wieder ein paar Bäume. Das heißt, vielleicht wird es nächstes Jahr mal wieder Zeit, sie einfach zu cutten. Wir werden uns mal schauen, wie viel sie jetzt abwerfen. Gut, ansonsten, du meinst Kohle und du machst Steel Tools. Deswegen geht unser Eisen auch quasi in die Binsen, aber das ist soweit auch noch nicht schlimm, wir haben trotzdem noch immer einen riesen Eisenvorrat. Holen wir uns mal hier diese letzten paar Steine hier unten und auch diesen Eisenbadge. Und ansonsten sollte es eigentlich kein Eisen... Oh, da gibt es noch ein paar kleine Einheiten Eisen. Aber im Großen und Ganzen soll es das gewesen sein. Wir haben hier schon alles abgebaut, damit die Forester sich hier austoben können und jede Menge Bäume nachpflanzen. Was hast du für mich? Apple und Blueberry. Apple haben wir schon und Blueberry brauchen wir nicht unbedingt. Das heißt, ich glaube, wir können darauf verzichten. Wir haben doch hier auch irgendwo eine Monastery. Da, die Abbey, genau. Die produziert Ale.
Aber verbrauchen die Leute das Ale? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, solange ihr keine... ja, solange ihr keine Taverne baut, verbrauchen die Leute den Alkohol gar nicht. Ich meine, die Leute sind super happy. Wir müssen eigentlich wirklich keine Taverne bauen, aber wir haben's. Und es ist sicher gut, das als Vorrat zu haben. Oh, wir sehen sogar hier. Alkohol. Tatsache. Das heißt, Barley zu bauen macht aber mal gar keinen Sinn. Was ich in nächster Zeit eher lieber hätte, wäre entweder Hanf oder Flachs. Damit wir daraus Seile machen können. Das ist eigentlich das Einzige, was uns noch fehlt. Eine Ropery, eine Seilerei. Curing Barn. Ja, für Tabak. Okay. Ein Weaver, das ist schon ein Weaver, oder? Ja, genau. Der produziert jetzt mal Seide zurzeit. Eine Winery. Ja, wir haben nichts, was sich zu Wein pressen lässt. Es gibt aber hier irgendwo die Oil Press. Genau. Wir könnten sicher Sonnenblumenkerne zu Öl pressen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, was das Öl bringt. Das heißt, wir werden es einfach rausfinden müssen. Gibt es ansonsten noch irgendwas? Ein Cemetery, eine Abbey, eine Back Alley. Keine Ahnung, was die macht. Das werden wir auch noch herausfinden müssen. Gut, hier haben wir eine Bakery. Dafür haben wir auch noch nichts Nützliches. Obwohl, ich nehme an, Getreide, oder? Sollte vielleicht mal rausfinden, was die Bakery kann. Vielleicht sollten wir einfach mal eine bauen. Wollte ich hier noch einen Batch an Häusern bauen? Würden sich hier zwei Reihen an Häusern ausgehen? Ups, das sind die Colonial Houses. Die sind zwar auch schön, aber die brauchen Seile. Eins, zwei... Ja, gut, wird sich genau nicht ausgehen. Gut, dann bauen wir hier mal kurz eine Bakery rein. Einfach nur um zu sehen, was das da kann. Naja, wir werden es überleben. Ach, auch wenn ich hasse, das zu tun. Wir haben viel zu viele Bilder, die können wir mal zurückschrauben. So, und jetzt schauen wir mal, wie das mit diesem neuen Feld hier läuft. Das ist Early Autumn. Ihr solltet jetzt eigentlich alle schon am Abarbeiten sein. Wir produzieren Honig und wir produzieren hier Getreide. Irgendeiner Art. Ja, Korn. Vielleicht reicht das schon, um irgendwelche Küchlein oder ähnliches zu machen. Vielleicht können wir dahinter noch ein paar Häuser reinquetschen. Goddammit, immer das falsche Haus. Nope, nicht mal annähernd. Na, wenn irgendwas pflanzen. Okay, du bist auf deinem Maximum für Kohle, das ist gut, dann bau wieder Eisen ab. Dich könnten wir auch mal wieder anschmeißen. Und ansonsten bin ich im Großen und Ganzen schon sehr zufrieden damit, wie das hier läuft. Die neuen Häuser hier sind gar nicht mal so super ausgelastet. Okay. Ah, wow, es ist noch nicht mal später Herbst und schon ist der Frost da. Ja, ich weiß ja, wieso ich den Gatherer und die Jagdhütte gebaut habe. Genau für so einen Winter nämlich. Schauen wir mal, was sagt die Production. Wow. Echt jämmerlich. 8000 produziert. Ja, ich habe kein Auge drauf gehabt. Ich war zu fasziniert von meiner Bäckerei. Hast du zufällig vielleicht... du hast Lamas. Ich glaube, wir nehmen mal 4 Lamas abnehmen. Und schmeißen dich dafür voll mit unseren letzten Iron Tools. Okay, wie wäre es mit einer gescheiten Anzahl? ...60 mal 8? Ah, ja, tatsächlich. Okay, 50. Zu faul zum Rechnen. Und 200 und 100. Perfekt. Trade und Dismiss und dann pflanzen wir diese Lamas auch sofort an. Padam padam, die Frage ist nur wo. Wollen wir die Lamas an die Küste pflanzen? Nein, ich glaube ja nicht. Vielleicht wollen sie eher hier hin pflanzen. 20 mal 18. Dann haben wir noch eine Straße und Platz für Häuser, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, bauen wir das mal so. Oder? Sollte sich doch ausgehen.
Wow, ist perfekt ausgemessen. Nice. Cool, cool, cool. Ja, wird schon passen. Okay, das ist zwar schön, aber das bedeutet natürlich, dass wir extreme Nahrungsprobleme kriegen werden. So, was kannst du machen? Du brauchst mal generell Flor, also Mehl. Und wie kriege ich Mehl? Resource Production. Watermill is where grains are crushed into flour. Okay, muss ich dich an den großen Fluss bauen? Schaut mir fast ein bisschen so aus. Aha. Aha, okay. Das würde natürlich bedeuten, dass wir Grains verlieren, deswegen bauen wir es jetzt mal nicht, weil wir brauchen jetzt einfach mal nur Essen. Essen, Essen, Essen. Und wir haben eindeutig zu wenig. Wir haben zwar noch keine Meldung bekommen, dass jemand hungert, aber es hat der Wind auch gerade erst begonnen. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut sich die Lamas hier drüben halten. Ah, wir dürften all unsere Iron Tools aufgebraucht haben. Cool. Verpflanzen wir sie mal schnell hier rüber. Und geben ihnen einen Aufpasser. 4 von 10, ja, das ist wirklich kein gutes Feld. Ich meine, gut, Hühner sind jetzt nicht kleiner, ist klar, dass mehr Hühner auf demselben Raum Platz haben, aber trotzdem, 10 ist ein bisschen sehr wenig. Vielleicht wird es Zeit, na, ich weiß gar nicht, wohin zu expandieren. Ja, wahrscheinlich hier einfach in den Süden. Naja, vielleicht hätte ich das neue Feld schon hier anlegen sollen. Naja. Light of Old Age. Okay, langsam fangen die Leute an, kein Essen mehr zu haben. Lamas, hier gibt es doch sicher Käse, Milch zumindest. Oh, gibt es eine Möglichkeit? Dieser Kuchen braucht Butter. Es gibt doch sicher eine Möglichkeit, Milch zu Butter zu rühren. Nehme ich an. Schaut mir nicht so aus. Erstaunlich. Naja, egal. Die haben nichts zu essen, die sind aber auch kaum bewohnt. Und die Leute selbst haben noch zu essen. Das zeigt nur an, dass das Haus keine Vorräte hat, aber es hungert noch niemand. Betonung auf noch. Gut. Haben wir noch irgendwas, was wir anbauen können, was tatsächlich Essen bringt? Bean, Corn... Nein, dann zeige ich nichts, okay. Hätten vielleicht auch diese Blueberries kaufen sollen, wir werden sie auf jeden Fall jetzt kaufen. Ah, da hat der erste Hunger. Okay, da haben die ersten paar Leute Hunger. Nicht gut. Stellen wir mal kurz die Abbey um auf Blueberries. Oh damn, da gehen die Leute drauf. Ja, ihr könnt es wirklich eigentlich auch mal aufhören, beziehungsweise ich setze euch mal runter auf 2 Leute, damit wenn ich Stein verbrauche. Obwohl nein, lassen wir euch auf 5 und gehen wir einfach das nächste große Bauprojekt an. Und das wäre eine steinerne Hauptstraße. Ich nehme an, sie führt wahrscheinlich am Markt vorbei. Das wäre vermutlich die Hauptstraße, das. So in etwa. Ich glaube, das käme gut hin. Okay. Vielleicht werden die Leute doch schneller hungrig, als ich mir gedacht habe. Ha, geschissen. Die produzieren wohl noch... Ah, die produzieren dieses Jahr zum ersten Mal. Oh Gott, sehr gut. Wir hätten auch die Silkworm-Huts umstellen können, aber... So dringend war es dann doch nicht. Chickens. Ja, ich meine, ob ich jetzt Longhorns oder Leghorns oder Chickens habe, ist eigentlich schon kupft wie karcht. Mir wäre lieber was zum Anbauen, lieber. Na bitte, das geht doch schon ziemlich gut mit dem...
mit der Steinstraße hier. Bauen wir gleich noch ein paar andere Sachen in Stein. Zum Beispiel mal hier vor zum Trading Post. Und dann hier rüber. Und hier hinunter und quasi einmal um den Marktplatz herum. Und dann einmal hier rauf. Zu den entferntesten Orten quasi. Weil Steinstraße in erster Linie natürlich das Tempo erhöhen, mit dem sich eure Leute bewegen. Das heißt, ihr solltet es eher dorthin bauen, wo die Leute sonst lange, lange, lange Gehwege haben. Und dann legen wir es hier irgendwo runter, dass es da wieder die Hauptstraße trifft. Perfekt. Okay, Leute hungern noch immer ein bisschen. Night of Starvation, nicht gut, nicht gut. Jede Menge Leute, die abkacken. Macht ihr da drüben überhaupt was? Lohnt sich das überhaupt, euch hier zu haben? Okay, na, schaut schon so aus. Die sind das letzte Jahr erst so ab der Hälfte ins Spiel gekommen. Das heißt, wow, 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 wow. Das heißt, ja, wir müssen sie jetzt dann bewerten, dieses Jahr. Können wir das erst herausfinden, wie nützlich die sind. Okay, ihr könnt aber langsam mal anfangen, die Leute wieder zu versorgen, gell? Ich bin schwer versucht, irgendwas hier... Ja, ihr habt es jetzt mal, weil... Ich lasse dich nicht noch jemanden sterben. 90% sind uns gut genug. So, Harvest. Und ihr bringt schon gar nichts mehr zusammen, also harvesten und dann vermutlich cutten. Okay, setzen wir euch mal runter auf 2. Nehme ich an, kann ich ein paar mehr Leute in die Mine schicken. Yay, Minenarbeiter. Beziehungsweise sollten wir eher eine zweite Mine haben, damit wir in einer Eisen und in der anderen Kohle zeitgleich abbauen können. Nach wahnsinnig tollen Vorräten schaut das aber noch immer nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Wie viel produziert die Abby? 60 Berries. Okay, ich glaube, dein Beitrag ist vernachlässigbar. Lamas sind nicht gewachsen. Oh, produzieren Wolle. Ja, das ist natürlich cool. Okay, ihr kriegt auf jeden Fall noch einen Typen dazu. Ihr braucht eindeutig mehr Leute. Und euch habe ich in Auftrag gegeben, früher abzubauen. Ihr seid trotzdem nicht fertig geworden. Das heißt, ihr kriegt auch noch jemanden. Es waren jetzt zwei sehr, sehr frühe Winter in kurzer Folge. Jesus, wir haben ja noch weniger produziert als im Vorjahr. Ja, wir haben jetzt schon hungrige Leute. Okay. Das ist nicht cool. Wie viel produziert hier? 700. Also ein Problem mit diesen zu großen Feldern. Ich glaube, wir müssen einfach mehr Livestock schlachten. Schlachten wir runter 25. Das ist natürlich kacke für die Zukunft, aber jetzt im Moment. Bitte was zu essen dabei. Ja, sehr schön. Okay, gib mir all dein Zeug. Was auch immer. Peaches. Gib mir 1000 Pfirsiche. Und gib mir Chickpeas. Ups. Ich habe die ganze Zeit auf scharf S gehämmert. Gut. Wie wäre es mit einem Shitload an Feuerholz? Yay! Okay. Geben wir dir 700. Und geben wir dir unsere restlichen räudigen Tools. Und overpayen wir noch immer ein bisschen. Ja, ist gut genug. Okay. Und dann stellen wir vermutlich mehr Trader und mehr Vendor ein, um das alles zu transportieren. Okay.
und es sollte jetzt keine Iron Tools mehr geben, das heißt, das können wir sein lassen. Ich hoffe, ich habe genug gekauft mit 2000. Vielleicht war das sogar noch zu wenig. Ich meine, 2000 Nahrung ist nicht wenig. Wow, wie verrecken sind die Leute. Habe ich wirklich zu wenig gekauft? So. Okay, ihr kriegt jetzt mal auch mehr Leute. Whoops. Jeder Pasture kriegt jetzt auch nochmal einen zweiten. Damit hier einfach schneller geschnetzelt wird. Okay, der ist an Old Age gestorben. Nur mit the child has died, verstehe ich mal wieso. Okay. Wir müssen schnellstens dafür schauen, dass wir ein paar Laborer freikriegen. Das heißt, Miner sind jetzt nicht wichtig, Stonecutter sind sogar komplett unwichtig. Wow. Wie zum Teufel kann ich zwei Winter hintereinander so unterproduzieren? Und ich habe eindeutig zu wenig gekauft. Ich hätte eher 4000 kaufen sollen statt 2000. Naja, zumindest brauche ich eine Zeit lang keine Häuser bauen. Tja. Schafft unser Friedhof das? Ja, locker sogar. Okay, ich hätte jetzt mal wieder gern einen... Einfach nur einen okayen Jahresablauf. Das Problem ist, wir haben gerade diesen Hain hier gekappt. Das heißt, wir werden vermutlich euch auf Silkworms umstellen. Was bedeutet, sie produzieren tatsächlich Würmer zum Essen. Und wir werden trotz allem dich wieder Blueberries... Ja, das macht wahrscheinlich absolut keinen Sinn. Wo baust du die überhaupt an? Wir können Leuten Alkohol anbieten, aber das essen sie leider nicht. Jetzt 512 geerntet, das ist eigentlich wirklich okay. Okay, aber ein paar weniger Vendor und weniger Trader. Ja, ich bin vielleicht einfach nur wirklich viel zu schnell gewachsen. Das kann durchaus sein. Wir werden es eh sehen, vielleicht liegt es gar nicht an den Wintern. Vielleicht könnte ich sogar mit einem guten Jahr mich nicht erhalten. Wir werden es jetzt rausfinden. Bauen wir währenddessen vielleicht mal... wie viel macht denn Imkerei pro Jahr? 900. Ja, bauen wir vielleicht einfach mal eine zweite. Das scheint ein einfaches Mittel zu sein, um schnell an Essen zu kommen. Eben die Kirche, wieso nicht? So, dann stellen wir euch mal ein. Eieiei. Das passiert mir sonst nicht so oft, dass ich das so hart unterschätze. Oh, wir haben hier nicht mal die Straße fertig gebaut. Das sollten vielleicht die Bilder auch ein bisschen länger aktiv lassen. Ups. Sehr, sehr schwach die letzten zwei Jahre. Sehr, sehr schwach. Ja, ihr werdet einfach harvesten, sobald ihr fertig seid. Hey, wir haben neue Lamas zu bekommen. Wir sollten euch außerdem wieder sagen, dass ihr auf Maximum rausgeht. Dieses Notschlachten hat nicht wirklich genutzt. Ich nehme mal an, die... finden sie nicht. Oh, ich kann auf jeden Fall kappen. Wir haben genug Holz.
So, Harvest. Wir harvesten es einfach sofort. Oh, Kühe. Nice. Gib mir auch gleich mal 4 davon. Ja. Wir haben wirklich noch keine Verwendung für die Seide, also geben wir lieber mal die Seide her. So, und die Kühe kriegen einen großen Teil. Also ein großes Feld. 15 mal 15? Das ist, glaube ich, gut. Oder vielleicht sogar... 20 mal 20. 20 mal 20 hört sich wie eine bessere Version von 15 mal 15 an. Okay, weißt du, wenn wir außerdem nicht brauchen, dich. Und du kannst schon lange aufhören, Werkzeuge zu machen. Gibt's ja nicht. Wir sind ja schon am Abbauen. Es können nicht mehr so viele Leute so hungrig sein. Wow, die haben letztes Jahr 420. Ach, das ist ja wirklich räudig. Gut. Naja, nicht wirklich gut. Überhaupt nicht gut eigentlich, aber... Wir managen das schon irgendwie. Vor allem, wenn wir anfangen können, die Lamas zu schlachten. So, früher Herbst. Diesmal schaut es wieder relativ okay aus. Wow, was da noch immer für Leute sterben. Extrem. Oh, wir haben keine... Was? Ha. Ha. Ich habe die Hand und Gerdula nie eingesetzt da drüben. God damn it. Okay, 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 okay. Das erklärt natürlich einiges. Das erklärt sehr, sehr viel sogar. Okay. Silk Farmer raus. Hand da rein. Machen wesentlich mehr. Ja, wow, 50. Tolle Kacke. Okay, das ist natürlich ein extremer Fehler. Bist du deppert? Okay. Ich meine, immerhin sind so viele Leute gestorben, dass sie sogar weniger verbrauchen. Wir haben 13.000 letztes Jahr verbraucht, wir haben wahrscheinlich 10.000 jetzt verbrauchen, wenn es hochkommt. Also weil so viele Leute gestorben sind. Die Schulen sind auch wieder relativ angenehm leer. Und noch immer reicht es nicht. Wie langsam seid ihr am Abbauen? Oder ist es, weil ihr so weit vom Markt entfernt seid? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber ihr habt zumindest das Dreifache vom Vorjahr geliefert. Die haben auch das Doppelte geliefert. Okay, das heißt, wir schaffen es zumindest. Ein bisschen besser. Noch immer nicht gut, aber ein bisschen besser. Perfekt. Okay. Wir kaufen einfach alles, was ihr habt. Weizen, Pflaumen, Aprikosen und Blackberries. Parsnip braucht, glaube ich, keiner. Ich wüsste nicht mal, was es sein soll. Gut, geben wir euch mal eine Menge an Firewood. Okay. Lieber ein bisschen mehr Firewood als... God damn it. Na bitte. Okay. Mit dem zusätzlich gekauften Essen werden wir es hoffentlich hinkriegen, aber es ist natürlich noch immer nicht gut, dass wir überhaupt Essen ankaufen müssen. Ja, ich glaube, das ist so ein kleines Feld, da kann ich wahnsinnig viel mehr erwarten. Die sind wieder voll, die Lamas wachsen ziemlich gut.
So. Wir legen endlich wieder an Leuten zu. Noch ist niemand gestorben diesen Winter. Wuhu! Gut, ja, natürlich die Jäger und die Sammlersache, das ist natürlich ein riesiger Fail sondergleichen. Das heißt, wir werden gleich ein paar von euch wieder losschicken zum Gathern. So. Und ihr baut mir hier Kühe an. Ich glaube, du brauchst nur einen. Das ist wirklich kein großes Feld. Du wirst aber zwei brauchen. Wir geben dir zwei. So, die Bilder haben jetzt mal nichts zu bauen. Das heißt, ich hoffe, sie bessern jetzt die Reste der Straße aus. Und ich glaube, wir überleben das tatsächlich wieder. Puh. Ja, das war ein ordentlicher Bump in unserer Bevölkerung, den wir hinnehmen mussten. Nicht cool. Gut, wir sollten das Firewood ein bisschen runterschrauben, weil wir den Typen zur Zeit nicht arbeiten lassen. Reserve of food is low. Ich bin froh, dass ich eine Reserve habe. Drecksack. Okay. Die Leute werden wieder erwachsen. Alles ist okay. Schieben wir das wieder hoch auf Maximum. Gut, was produzieren die jetzt zum Beispiel alles? Die produzieren nur Milch. Also müssen wir uns in nächster Zeit dann mal darum kümmern, wie wir aus dieser Milch Butter machen, aber... Das ist alles noch ferne Zukunftsmusik. Ich will jetzt erstmal nur wieder überleben. So, ich glaube die Laborer sind fertig. Lassen wir mal einen... die Builder sind fertig. Lassen wir mal einen Builder übrig. Okay. Der Hain wächst auch wieder, aber es wird trotzdem noch ein bisschen dauern. Gut. Und zumindest sind die Hunter und die Gatherer jetzt auf Maximum. Was schon mal einen ziemlichen Unterschied machen sollte. Okay, Late Spring. Das ist unser letztes Jahr. Ich will nur noch schauen, ob auch alles gut geht dieses Jahr oder ob ich es noch immer nicht verzahre. Ah, unser Friedhof ist ziemlich voll geworden. Puh. Das sollte nicht nochmal passieren in nächster Zeit. Also ganze Happiness hat abgenommen von 5 Sternen. Nomads have arrived. Ja, jetzt mal nicht. Wenn sie in einem Jahr noch da sind, vielleicht können wir mal drüber reden. Aber jetzt mal sicher nicht. Ich gebe euch mal noch einen dritten. Nur zur Sicherheit. Okay. So, ihr seid jetzt zu viert dieses Jahr. Ich gebe euch wieder im Sommer den Auftrag zu harvesten. Ich gebe euch auch im Sommer den Auftrag zu harvesten. Und ihr produziert noch nichts. Und ihr kriegt es schon hin. So. Na, wir haben einen Vorrat. Die Frage ist im Endeffekt jetzt was zu kaufen. Zerstört das nicht ein bisschen... Naja, nein. Ich kann nachher noch immer in der Town Hall schauen. Wenn ich was einkaufe, fällt das unterproduziert? Ich hoffe, das fällt unterproduziert. Dann könnte ich quasi jetzt 1000 Einheiten Nahrung kaufen. Und dann schauen, wenn ich mehr als 1000 Vorrat angelegt habe. Ja, ich glaube, es klappt wieder. Okay. Sollte reichen. Okay, dismiss. Da wir unsere Silkproduktion einstellen mussten, haben wir jetzt gar nicht mal so viel Silk zum Rumschmeißen. Genauso wie auch wir kaum Firewood haben. Das sollten wir auf jeden Fall wieder aufnehmen. Den Woodcutter. Oh, und dich. Du bist auch gefragt wieder. Gut, wir haben jetzt Wolle. Was könntest du eigentlich aus Wolle machen? Gar nix. Okay, Wolle ist Wolle. Toll. Super. Super nützliche Lamas. Naja.
54 Wolle, okay. Haben wir auch noch irgendwo Leder? 34? Ja, 600. Ja, okay. Du hast genug, um Mäntel zu machen. Und trotzdem ist es grenzwertig für euch. Ich meine, es ist jetzt Herbst, aber ich habe auch immerhin quasi händisch das Kommando gegeben. Okay, ihr seid auch ziemlich Trottel. Oder ist das, weil ich so wenig Vendor habe, die das ganze Zeug abholen? Vielleicht müsst ihr es dann selber liefern, das kann natürlich genauso gut sein. Irgendwie scheint es auf jeden Fall viel zu lange zu dauern, dass sich da irgendwas bewegt. Naja, jetzt im Moment haben wir sowieso mal nicht die Leute, aber... Wir kommen zumindest aus. Ja, wir produzieren jetzt sogar... jetzt haben wir einmal wieder eine extreme Überproduktion. Toll. Es wird ständig so schwanken zwischen Überproduktion und Unterversorgung. Naja. Okay. Puh, das war eine Episode, die unseren Friedhof gut gefühlt hat. Ich glaube, das ist vermutlich die beste Aussage, die man zu diesen letzten 3 Jahren machen kann. Gut, ich nehme an, Milch, wenn ich sie weiterverarbeite, werden sie wahrscheinlich auch einfach so als Food verbrauchen. Ja, da ist es schon weg. Ja, okay. Ah nein, ein bisschen was noch hier gestort. Naja. Wir werden es schon rausfinden. Okay, langsam aber sicher erholen wir uns also wieder. Jetzt werden dann auch die Pflaumen wieder da sein. Ich werde mal euch beide switchen nach diesem Jahr, bevor ihr mir niedrigeren Ertrag abwerft. Lieber mal ein bisschen Fruchtfolge, hat noch niemandem geschadet. Okay, und endlich bekommen wir wieder Leute rein. So, dann schauen wir uns dich noch an. Cotton. Nice. Großer Freund von Cotton. Wie wäre es mit ein bisschen Firewood und ein bisschen Silk. Oh, wow. Dreimal ist 100, ist also 50? Derp, fast. 25. Nice. Okay, sehr schön. Ist zwar nichts zum Essen, aber ist gut für zukünftige Kleidung, die uns noch extra warm hält. Vielleicht müssen die Leute noch weniger essen, wenn sie wärmer sind. Ich würde mich nicht darauf verlassen, aber man kann ja noch träumen. Okay. Late Winter. Wir stehen da mit einem Vorrat von 6000 Nahrung. Das heißt, ja, so rasant wir halb verhungert sind, so rasant haben wir uns wieder erholt, erstaunlicherweise. Und die ist ja sogar wieder auch mit Pflaumen. Interessant. Na gut, wir werden schauen, dass wir das halbwegs in eine gewisse Balance bringen, weil dieses ständige Spiken und dann wieder komplett abfallen ist natürlich absolut nicht vorteilhaft, wenn wir versuchen zu expandieren und noch größer zu werden. Wir müssen eine ungefähre Einschätzung dafür kriegen, wie viel wir jetzt konstant produzieren können und müssen und wie viel wir konstant verbrauchen. Das heißt, wow. Ja. 2 Jahre davor haben wir, glaube ich, 6000 produziert. Also, extremer Unterschied. Naja, wir werden schauen, dass wir das irgendwie in nächster Zeit wieder ein bisschen normalisieren können. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.